Shalom Aleichem, heute machen wir eine besondere Shiur zu unserem lieben Freund Alon über dem Navi, über dem Prophet Hoshea ben Be'eri. Hoshea ben Be'eri war einer von den ehrenvollen Nevi'ei Hashem, einer von den besonderen, die zwischen 48 Propheten, die waren beim Am Israel. Hoshea ben Be'eri hat lang gelebt, langes Leben, über 90. 90 ist richtig klar, weil er hat überlebt Kadenzie von 4 Könige: Uzia, Jotam, Achaz und Jechizkia und sogar der König von Melech Israel, Jeroboam. Also wenn man rechnet die Jahre von diesen Königen, es ist schon 90 Jahre. Und sagen wir, es begonnen Prophet zu sein mit 20, dann hat er bestimmt gelebt über 100 Jahre, 110 oder 20, steht nicht geschrieben, aber der hat langes Leben gelebt und er wurde verstorben in Babel und hat man seinen Sarg, seinen Schrank transportiert nach Eretz Israel lange Zeit und die Körper war frisch und lebendig. Als sein Leiche ist gekommen nach Eretz Israel, hat man das gestellt auf eine Kamel und der Kamel ist gegangen von alleine bis Zfat und unten dort gibt dort ein Grab bis heute vom Hoshea ben Be'eri. So schreibt der Schlakadosch, dass er das gehört, diese Geschichte von den alten Juden in Saloniki. Daher kommt die Geschichte. Also Hoshea ben Be'eri war ein besonderer Prophet. In seiner Zeit waren auch andere Propheten, Jeschajau, Micha, Amos. Hoshea ben Be'eri war irgendwo zwischen die einfachen Leute und die Adligen, die Aristokraten in dieser Zeit. Man sieht, dass er versteht sehr viel von Erde, Natur, Landwirtschaft, Bauerei durch seine Metaphern und farbige Sprache von Prophezeiung über Rosen, über alle Sachen, was man sieht. Er war sehr tief im Garten, habe ich 25 Beweise gefunden in seinen 14 Kapitel, wie familiär und wie klar ist er mit Natursachen. Und Hoshea ben Be'eri war ein Navi, Ben Navi, ein Prophet, Sohn von einem Prophet. Er war von Shevet, von Stamm Reuven. Und so steht geschrieben in 1. Buch Mosche, Kapitel 36, Pasuk 22. Es sprach Reuven zu ihnen: Vergießt kein Blut, warft ihn in diese Grube, die in der Wüste ist. Aber Hand legte nicht an ihn. Also werf ihn in diese Grube, aber Hand legt nicht an ihn, um ihn aus ihrer Hand zu retten, ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Was heißt das? Ruach HaKodesh von Reuven, er wollte retten seinen Sohn, seinen Bruder. Soll man nicht dem ganzen Schuld auf ihn bringen? Hashem sagte ihm: Du wolltest ein Kind bringen, zurückbringen zum Vater, Lehashivo El Aviv. Chayecha, ich gebe dir eine Belohnung, ein Geschenk, liebe Reuven.
Es wird noch viele Jahre jemand von deinen Nachkommen nach paar Generations wird sein. Er wird bringen Menschen zurück zu ihrem Vater. Genauso wie du wolltest, durch dein Ruach HaKodesh zurückbringen Josef zum Jakob. Es wird kommen noch ein Prophet, noch viele Jahre, Hoshea, und seine Besonderheit, seine Spezialität wird sein, Bnei Israel zu bringen zurück, Leaviem Shebashamayim, bringen die Jiden, die Menschen, die verlorenen Kinder von dem Vater zurück zu Gott. Und wirklich, wenn man guckt in dem Sefer Hoshea, bei dem letzten Kapitel sieht man, wie stark ist Hoshea und wie viel spricht er über Teshuva, über zurückkehren zu Hashem. Kommt und lasst uns umkehren zu dem Ewigen. Die ganze Zeit spricht er über Teshuva. Geh zurück zu Hashem, weil er kommt von Stamm Reuven und seine Aufgabe ist, zu bringen Am Israel zum Teshuva. Unglaublich, dem letzten Kapitel, Kapitel 14, ist die allerwichtigste, populärsten Kapitel in Tanach, die man spricht in der höchsten Zeit in dem jüdischen Kalender. Wann ist die höchste Zeit in dem jüdischen Kalender? Zwischen Rosh Hashanah, Anfang des Jahres, wo der Eibishter alle Menschen niederschreibt, was wird sein am kommenden Jahr. Und zwischen Yom Kippur, Versöhnungstag, am dem Tag, wo Hashem siegelt, stempelt, was wird sein am kommenden Jahr. Was liest man am diesem Shabbat? Shuva Israel, kehre Israel zu dem ewigen dein Gott. Denn du bist geschützt über deine Sünde. Gestürzt. Du bist gestürzt über deine Sünde. Auch ein bisschen geschützt. Weil, warum geschützt? Auch weil wir sind gefallen. Wir sind Menschen. Und Hashem gibt uns eine Chance, zurück zu Hashem kommen und wieder wachsen. Und steht geschrieben, ich will heilen ihre Abdrückendheit, weil sie lieben aus Milde. Also Hoshea ist ein Symbol zum Teshuva, zum Umkehren. Was ist Teshuva in ein Wort? Teshuva bedeutet, eine Wille zu bringen, zu verbinden, zu herstellen, wieder den Kontakt zwischen dem Kind und seinen Eltern. Es gibt sehr oft, dass Eltern und Kinder gibt das eine Verstrickung. Insbesondere Hoshea, der war ein Schüler von Zecharia Hanavi und Elisha Hanavi. Er war ein besonderer, begabter Prophet. Und was ist das Fundament von der Teshuva? Was ist das Grundelement von Teshuva zu Hashem? Das ist Tikvat Midit, eine permanente Hoffnung und Vertrauen, das wird gut sein. Tikvat Midit, das bedeutet immer, immer hoffen, egal was passiert. Und Schlilat Hayeush, und nie aufgeben, egal wie hat man sich gefallen, himmlisch, erdisch, mentalisch. Warum? Steht in Psikta eine sehr interessante Beschreibung, was bedeutet Teshuva.
Was passiert, wenn jemand hat ein Geld oder ein Schein, der ein bisschen kaputt oder ein bisschen zerrissen oder ein Geld, die nicht mehr gültig in diesen Saison, er hat Mark und nicht mehr Euro oder ein Schein, der die Hälfte ist zerrissen, was macht man? Geht man zum zentralen Bank, auch hier in Frankfurt, und sie tauschen dir, du gibst die alte, die schmuddelige, die zerrissene, die gewaschene, die verfleckte, die verdorbene Schein, und du gehst zum Bank und sie wissen, dass du hast sowieso, egal wie die Schein sieht aus, du hast eine Guthaben, weil der Schein ist bei dir. Es ist da, aber es ist nur verfleckt. Es ist nur ein bisschen zerrissen. Und sie werden dir eine neue, schöne Schein geben. Ich finde dieses Beispiel sensationell, riesig gut. Was passiert, wenn ein Mensch macht Tshuva? Er ist verdorben geworden. Er ist gefallen. Weil wir haben Yetzerara, böser Trieb, Leidenschaft, Vorstellungskraft, schlechter Charakter, bedroht von anderen Leuten, man kommt in Versuchungen, in Verführungen, wir sind alle Menschen. Ja? Aber Hashem gibt uns Chance, die Sache neu zu machen. Aber die Anfang, dem Anfang von Tshuva machen, ist auf dem Mund aufpassen, was man redet und was man sagt. Und das ist die größten Tikkun von Hoshea, aufpassen, das, was er sagt. Hashem sagt zu Hoshea, Banecha Chatu, also die Kinder haben verfehlt, gesündigt, Averes gemacht. Sagte Moshe, ha'avirem be'umo acheres, du sollst wechseln, diesen Volk mit einem anderen Volk, nicht so schlimm, kann man tauschen. Und er sollte aufpassen und überlegen ein paar Mal, was er sagt. Und weil Moshe hat nicht aufgepasst, Hashem hat ihm gegeben ein Experimenterlebnis. Und er befiehlt ihm, soll er nehmen eine Frau mit kein guten Ruf, das ist nicht ganz koscher und ihre Kinder sind auch nicht ganz in Ordnung und alle reden über diese Frau, über Znunim, über Bullerei, über nicht gute Sachen und sie heißt Gomer Badivlaim, also es ist ein sehr unsympathischen Namen, die Bedeutung. Was heißt Gomer ben Divlaim? Und er heiratet, du sollst sie heiraten und mit ihr Kinder fortpflanzen. Und sie bekommen drei Kinder: Israel, Lo Ami und Lo Ruchama. Israel ist wieder Volk, Lo Ami heißt nicht mein Volk und Lo Ruchama heißt nicht der Barmen, nicht die Barmherzigkeit. Und irgendwann sagt Hashem zu Hoshea, jetzt du sollst trennen, scheiden von deiner Familie. Sagt Hoshea, ja, aber ich hab sie lieb. Ich hab sie lieb, es ist meine Mischpoche, es ist meine Kinder, ich hab weiter meine Kinder lieb. Sagt Hashem zu Hoshea, soll deine Ohren hören, das, was dein Mund sagt, du nimmst Liebe auf eine Kinder, die Yalde Znunim, Kinder von Znunim, und du weißt nicht, wer sind die, und du redest nicht gut über Kinder von Avrom, Yitzchok und Jakob. Und deshalb, Hoshea bringt uns ein Symbol. Hashem will nicht, und da Hoshea hat verstanden, etwas sehr interessant. Kilo tachpotz bemot hamet. Hashem will nicht, dass der Sündiger
soll sterben. Ki im, was will er doch? Ki im, meshuvoi midarkoi vechoyo. Hashem will, soll er umkehren, rückkehren, Tshuva machen von seinem Weg und soll er leben. Das will er. Das will Hashem. Hashem will, soll man umkehren zu ihm und dann durch die Tshuva wird alles gut sein. Hashem will nicht bestrafen derjenige, der gegen ihn. Und Hosea erklärt uns etwas sehr interessant. An dem Tag wirst du mir nennen, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. ונסגישן אמזלביגן טאג, איזדר שפרוך דס אביגן, וירסט מיש ננן מיין גמל, ווירסט מיר נישט מר ננן מיין הר בעלי. וס heißt es? מן ופראו, haben manchmal Kontakt nur physisch. Wenn der Mann ist mit der Frau, dann dem Akt, was sie machen, heißt Liv'ol, Ba'ali, mein Herr, mein Boss. Aber Hashem will nicht so eine Beziehung. Hashem will nicht so eine Beziehung von nur von Körper. Hashem will bedingungslose Verbindung. Nicht die an etwas, nicht eine Liebe, die an etwas abhängig. Deshalb kommt das Tikrei Ishi. Ishi heißt mein Freund, mein Geliebter, der permanenten Gut-Liebhaber. Und deshalb sagt Hashem, Verastich li leolam, Verastich li bezedek u bemishpat, u bechesed u berachamim, Verastich li beemuna, ויידעתי את השם. שתי דגשרים, דרי מל, איך וילדיר פרלובם. איימל פאביק, איימל רשת ומגרשת ישקייט ליבון באמרץ ישקייט, און באמונה, און מית גלאובה, און מית פרטראון. און דן דוזוז דם אביקם כנן. פילה ירן שפטר, אין דצייט פון תלמוד, אין דשטרסה פון רב מאיר וברוריה, ורן böse Leute, Frevler, Kriminelle. Und die haben Rabbi Meir sehr geschmerzt. Und Rabbi Meir hat die Leute gesegnet, Hashem soll Hashem sie von dieser Welt entfernen. Und seine Frau Bruria ist zu ihm gekommen und sie hat ihm gesagt, steht geschrieben, Itamu Chataim in Aretz, steht geschrieben in Psalmen, dass die Sünden sollen von dieser Welt weggehen, nicht die Sündigers. Die Sündigers sollen bleiben. Die sollen nur Tshuva machen und ändern ihre Taten. Und so kann man sagen, das ist im Groß und Ganz die Hauptpersönlichkeit vom Hosea Ben Be'eri, das Fundament von Teshuva. Nach die Kabbalah von Rabbi Moshe Vali, er sagt, dass Hosea Ben Be'eri war der Wiedergeburt, der Rekanation, der Gilgul von Joshua bin Nun. Wir wissen alle, dass Joshua bin Nun, der Nachfolger von Moshe, war sein Name zuerst Hosea. Und da steht geschrieben, dass Moshe hat gegeben dem Namen von Hosea Jehoshua, Joshua bin Nun. Und Joshua bin Nun hat auch geheiratet mit Rachav Hazona, mit Rachav die Bullerin. Und er ist gekommen wieder in Geburt, dem Tikkun zu machen.
Es ist eine große Sache von Kabbalah, von Arizal, von Hachose von Lublin, zu machen eine Seuda, eine Mahlzeit zum Torah-Gelehrte und Gottesfürchtige als Erinnerung die Neshome von Hoshea ben Be'eri. Für 100 Leute, für 100 Menschen. Am liebsten am Sonntag oder am Dienstag. So steht im Kava Yosho. Der Arizal ist regelmäßig gegangen mit 10 Leuten zu dem Grab von Hoshea ben Be'eri in Tzfat. Es war ein Freitag und Arizal ist gegangen mit seinen 10 Schülern zu dem Kever von Hoshea ben Be'eri und er hat gesagt, die Schüler, dass er hat jetzt eine Vision, eine Nevuah, dass wird kommen bald eine schlechte Ökonomie über Tzfat. Es wird kommen Heuschrecken und sie werden dem ganzen Gras und Getreide aufessen und kaputt machen. Und der Grund ist, weil es gibt einen Torah-Gelehrter, der heißt Jakob Altaraf, der momentan sehr enttäuscht von Hashem, weil er ist ein Tzadik und er hat nicht was zu essen. Und der Arizal und die Schüler sind zu ihm gekommen, hat man ihm gegeben 3 Taler und hat man ihm gegeben ein neues Fass mit Öl und Wasser. Und Hashem hat annulliert diesen Gzera, diesen Befehl vom Himmel. Also, wir sehen etwas sehr interessant. Hoshea ben Be'eri hat überlebt in Kadenzie von 4 Könige von Jehuda und einer von Israel. Weil es steht geschrieben, dass jeden politischen Macht macht kaputt das Leben, kurzes Leben. Es ist nicht so gut zu werden ein Mensch in einer großen Position, ein König, ein Oberbürgermeister, ein Regierungschef. Oyla Rabbanut shemekaberet et be'alea. Wei dem Position, die begrabt die Menschen, die nach dem rennen. Hoshea ben Be'eri hat geliebt sein Leben ruhig, ohne großen Drama. Und er hat versucht, die ganze Zeit zu bringen am Israel, wie wichtig ist das, nicht verführt zu werden. Und trotzdem sagt Hoshea, schlechte Menschen, die halten zusammen, es ist auch in Ordnung. Steht geschrieben in Kapitel 4, Pasuk 17, gebunden an die Götzenbleiber ist Ephraim, sei es sich selber überlassen. Lass sie in Ruhe. Also wenn es gibt Leute, Götzendiener von Ephraim, sie sollen das weitermachen, obwohl die sind Götzendieners, aber ihren Zusammenhalten, dass sie miteinander stark und nicht Politik machen, eine mit dem anderen, das ist schon ein Vorteil. Und davon lernen wir, dass auch Menschen, die etwas machen gemeinsam, spielen so einen silbernen Ball. Manchmal sehe ich unterwegs zum Friedhof solche Leute von Bosnien, Jugoslawien, Kroatien, so Männer, so 50, 60 Jahre, haben so einen silbernen Ball und werfen und lachen stundenlang. Und es ist schön. Gute Sachen soll man sich beneiden. Hashem ist von solchen Menschen, auch wenn sie ihre Zeit vielleicht verschwenden. Gott sagt, lass diese Menschen in Ruhe. Warum? Weil die mindestens keinen Krieg und keinen Kampf haben, eine mit dem anderen. Wie viel müssen wir lernen, wie wichtig ist das, zusammen mit dem anderen zu leben. Also,
Das ist der Haupt Botschaft von Hoshea. Und die letzte Sache, was ich will sagen, dass Hoshea hat uns gegeben eine Patent, wie können wir heute ohne Bet Mikdash, ohne Tempel, ohne Korbanot, doch zu Hashem geben Korban. Und so sagt er in Kapitel 14, Pasuk 3, dass wir mit unseren Lippen die Gelobten fahren, zahlen. Das heißt, wir haben eine Pflicht, zu Hashem zu bedanken. Wenn jemand, es ist ihm passiert eine Wunde und er muss sagen, Toda. Oder wenn jemand hat gemacht einen Fehler und er will bringen Chatat. Oder wenn jemand will bringen Schlamim, egal. Es gibt einen Weg, wie kann man mit Hashem heute zahlen. Das sind mit Milde, mit Wohltätigkeit, mit Zdaka und mit Tfila und mit Tshuva. Und da sagen wir an die hohen Feiertage, drei Sachen können die Schicksal von der Mensch ändern. Oh Tshuva, oh Tfila, oh Zdaka, Mavirin es roya agzeiro, Umkehr, beten, spenden, das alles kann dem schlechten Urteil annullieren. Schkoyach, bleib alle gesund und stark. Und wenn wir Bezrat Hashem bei unserer Reise nach Israel fahren, dann werden wir besichtigen und beten bei dem Kever, bei dem Grab von Hoshea ben Be'eri in Tzfat. Also der Plan von dem Besuch wird langsam größer und größer. Dem Prophet Jeschaiau will ich schon, dem Berg Karmel will ich schon besuchen. Und jetzt wollen wir auch dem Grab von Hoshea ben Be'eri. Aber da glaube ich, war ich schon einmal. Deshalb habe ich keine Panik oder Reue, dass ich war nie dort. Ich glaube, ich war dort sogar ein paar Mal. Es gibt dort sogar eine Höhle. Beim nächsten Mal, Bezrat Hashem, wenn ich sehe diesen Ort, ich werde mich erinnern, was war die Zeit. Also sollen wir weiter wachsen wie eine Rose. Und sollen wir weiter einpflanzen unseren Wurzeln in die Erde und lernen vom Prophet Hoshea permanenten Hoffnung, dass Hashem gibt uns Chance in seine Bank, die alte, die zerrissene, die verfleckten Scheine tauschen und zu bekommen neue. Was für ein Geschenk von Hashem, oder?